Beyond the Earth, the challenge is on. Our whole team has worked for months for exactly this moment. Our sourcing team, our designers, and our trend team have worked and lived for this moment. Welcome to our universe, David. Jawohl, vielen Dank, Steven. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Heute wird es wieder kulinarisch und wir schauen uns an, was in der Jungwelt alles an Neuheiten so in 22 kommen wird. Und auch ihr habt wieder einiges Neues und auch mal wieder was anderes. Das ist ja immer die Challenge, auch mal ein paar andere Themen zu finden, ein paar andere Produkte zu finden. Da habt ihr auch wieder ordentlich aus der Trickkiste was rausgeholt. Und von daher, vielleicht sagst du noch mal kurz zwei, drei Worte zu dir. Und ich glaube, Jung muss man nicht groß erklären. Das sollte hoffentlich jeder, der jetzt zuschaut, kennen. Mhm. Aber vielleicht noch mal kurz zu dir und dann starten wir auch direkt in die Produkte und schauen, was ihr an Neuheiten habt. Absolut. Also das Rad haben wir natürlich nicht neu erfunden, aber man kann sich immer wieder ein bisschen verändern halt im Bereich der Süßigkeiten und was Neues aufzeigen halt oder auch Trends aufzeigen. Ich bin im Grunde genommen seit 11 Jahren bei der Firma Jung im Außendienst tätig für den, ich sag mal, im groben Norddeutschland und David Dreier dann eben. Da bist du ja bei uns im Süden perfekt aufgehoben. Wenn du für den Norden zuständig bist, dann frage ich mich, warum für uns. Aber egal. Nein, alles gut. Es ist ein komischer Norden bei uns halt, ja. Ja, okay, ist ein anderer Norden. Vielleicht redet ihr über den europäischen Norden, dann wird es ja wieder passen. Aber nein, alles cool. Wir arbeiten ja auch schon seit langer Zeit zusammen. Und von daher, das passt auch alles perfekt. Wir waren ja auch schon mal bei euch. Nicht in den neuen Räumlichkeiten, by the way, da sind wir noch nicht eingeladen worden, aber das holen wir dann noch nach und haben aber ja auch schon mal hinter die Produktion schnuppern dürfen. Und ich würde sagen, lass uns in die Neuheiten einsteigen. Ihr habt vier, fünf coole Sachen am Start dieses Jahr und ich würde sagen, wir legen mal mit dem ersten los. Und genau, da sind wir eigentlich so ein bisschen in der Welt von Jung Bonbon, um jetzt mal das die alte Firmierung nochmal so rauszuholen. Genau, ehemals die Jung Bonbonfabrik und natürlich der Tradition geschuldet, dass wir auch in diesem Jahr wieder gesagt haben, wir wollen wieder Bonbons natürlich neu auflegen oder was Neues bringen. Da gibt es jetzt einmal die Bonbons in der Standbodentüte oder Standbodenbox. Und da ist es eben so, dass wir gesagt haben, wir nehmen drei Standardmotive auf. Das ist einmal ein Kleeblatt, einmal ein Herz und einmal einfach der Schriftzug Thank You. Ganz klassisches Bonbon. Was halt interessant dran ist, so ist es erstmal ein Standard, so kann man es abbilden, so kann man es kaufen mit einem Digitaldruck oben auf dem Reiter, wo ihr jetzt euer CSA-Logo eben aufgebracht habt. Aber man könnte sogar sagen, ich möchte mein eigenes Logo in dieses Bonbon einbringen. Und sowas können wir natürlich nach Anfrage dann entsprechend kundenspezifisch auch umsetzen, dass man nicht nur auf die Tüte geht, sondern sogar das Bonbon mit eigenem Logo umsetzt. Genau, da müssen wir ja nochmal ran. Da haben wir zwei schon mal ein bisschen geforscht letztes Jahr, was wir da umsetzen können. Also unser C würde sich sicherlich anbieten. Und da hatten wir für CSA auch überlegt, welche Motive. Wir hatten so unser kleines Maskottchen, den Saibi, ja entwickelt, den wir auch nochmal bei MBW dann sehen werden in der Entwicklung und wie das Produkt entstanden ist. Der war ein bisschen zu kleinteilig. Das heißt, du brauchst schon irgendwelche Flächen, die natürlich dann letztlich auch sich umsetzen lassen. Aber finde ich auch ein charmantes Produkt. Und vielleicht ist tatsächlich, jetzt mal ganz simpel gesagt, unser C sogar das Richtige dafür. Vielleicht die einfachste Version, weil man muss immer ganz klar sehen, halt, dass das Ganze in Handarbeit gemacht wird. Das ist nicht maschinell, das ist wirklich eine echte Handarbeit, wo jemand davor sitzt und dieses Logo eben per Hand einbringt sozusagen. Nicht auf jedem einzelnen Bonbon, aber eben dann in dieser gesamten Schnecke, die dann abgelenkt wird. Ja, okay. Ja, also vielleicht ist es das C. Lass uns da im Nachgang nochmal drüber nachdenken, ob das dann der einfachste gangbare Weg ist. Ansonsten werden wir sicherlich irgendwas anderes Cooles finden. Springen wir zum nächsten Artikel. Ja, der Kekslöffel. Ja, auch da wieder mit eurem Logo schon gebrandet. Grundsätzlich ist es so, dass das Logo immer nur auf der Tüte angebracht wird. Nach Anfrage kann man natürlich auch eine Prägung selber auf dem Keks anbringen. Und bei diesem Keks ist einfach super mega interessant. Man kriegt zu jedem Kaffee, zu jedem Cappuccino, zu jedem Espresso immer irgendwie noch eine Kleinigkeit dazu. Und hier schlage ich dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich kann meinen Kaffee, mein Espresso oder wie auch immer umrühren mit diesem Löffel, weil er einfach super formstabil ist. Bis zu 15 Minuten hält das bei 100 Grad aus.
und ich kann im Nachhinein essen. Das Ganze schmeckt lecker, ist aus nachwachsenden Rohstoffen dann eben gefertigt, ist eine ausgewogene Getreidemischung. Und ja, somit habe ich so einen kleinen Doppelnutzen dann eben. Und ich kann, wenn ich möchte, schlussendlich das Ganze auch zu einem Eis dazugeben, um mein Eis damit zu löffeln. Okay, ja, hatten wir auch tatsächlich für auch dann die PSI, sofern sie denn stattfinden möge. In unserer Lounge hatten wir schon über eine Sonderedition Eis mit den Kollegen aus Hamburg von Wellness gesprochen. Oh, sehr schön, Vielleicht ja. reichen wir dann euren Cookie-Spoon dazu. Und ja, schöner Artikel. Ja, klar, zwei Fliegen mit einer Klappe in dem Fall. Du hast, ja, kannst direkt mit essen. Und ich glaube, bei uns wäre, glaube ich, die Not, dass wir in der Lounge wahrscheinlich keine Löffel mehr hätten. Passiert ja aber sonst auch. Die sind ja meistens Fliegen, die komischerweise Löffel sind immer nicht da, wo auch immer die dann landen. Aber gerade Kaffeelöffel hatten wir es jetzt letztens noch, irgendwie verschwinden die immer. Ich glaube, die fliegen dann einfach irgendwie ständig mit in den Müll oder ich weiß auch nicht, wo die abbleiben. Aber in dem Fall wüssten wir zumindest, wo sie sind, nämlich im Bauch der Mitarbeiter. So Und sieht's aus halt, ja. aber ein netter, charmanter Artikel. Und ja, ich glaube auch jetzt im Zeitalter von Nachhaltigkeit und Co. Ist es eine nette Idee, auch nochmal was anders zu kommunizieren. Ja. Cooler Artikel, gutes Stichwort, direkt weiter. Es geht zack, zack. Nächster Artikel. Unser Wasser halt, ja, genau. Und da haben wir uns wieder ein weiteres Produkt angeeignet oder ins Programm mit aufgenommen, der Firma Rettergut. Weil bei Rettergut ist es einfach so, die haben sich ja zur Aufgabe gemacht, Lebensmittel, die normalerweise verschwendet werden, dann eben oder weggeworfen werden, zu retten. Und bei dem Gurkenwasser ist es eben so, das musste ich mir auch quasi erstmal aneignen oder belesen musste ich mich da in der Hinsicht. Krumme Gurken werden im Einzelhandel nicht verkauft. Es gibt nur gerade Gurken. Und krumme Gurken ist eine Gesetzmäßigkeit, dass die weggeworfen werden. Und Rettergut schnappt sich diese Gurken, die ja qualitativ nicht schlechter sind, nur einfach nicht optisch schön, sagen wir mal. Und dann wird das Ganze einfach in diesem Wasser verarbeitet. Weitere soziale Projekte werden von denen auch unterstützt. Das sind so Gemüseecke an Schulen zum Beispiel. Das Ganze ist jetzt hier auch in einer PET-Flasche. Und ich denke mal, das Thema Lebensmittelverschwendung ist ein ganz, ganz großes in der Welt. Und da ist Rettergut bei ganz vielen Projekten, geht diesen ganzen Geschichten sagen wir mal, der Produkte oder der Herstellung von Produkten nach und schaut, wo werden Ressourcen eben verschwendet und wo kann man ein Produkt, ein Lebensmittel retten, was ja natürlich 100% Qualität hat, aber trotzdem weggeschmissen wird, weil es vielleicht nicht schön ist, weil es vielleicht irgendwo im Produktionsprozess dann, kommen wir gleich zu, beim Hasen einfach dann, ja, sagen wir mal, entsorgt wird. Ja, weil es übrig bleibt, weil es beim Anlaufen der Maschine, beim Ganz genau. Rest rauslaufen, beim Reinigen und so weiter. Bruch, auch ein Thema immer wieder in der Lebensmittelindustrie. Was wird mit Bruchschokolade? Viele verkaufen es dann teuer in der Manufaktur als High-End-Bruchschokolade. Aber ja, da fliegt einfach unfassbar viel in Müll, was einfach diesem Wohlstandsthema hier in unserer Welt mittlerweile leider geschuldet ist. Und ja, ich wusste nicht, dass krumme Gurken nicht verkauft werden dürfen. Vielleicht ist das um die Biobilanz der dann doch krummen Banane auszugleichen, dass es nur gerade Gurken geben darf. Völlig absurd. Also auch der Krümmungsgrad einer Banane ist ja total Banane. Aber ja, da sitzen halt ganz Schlaue irgendwo in Brüssel meistens und überlegen sich dann, dass eine Banane einen Krümmungsgrad X haben muss, sonst darf sie nicht verkauft werden. Ja. Und die Salatgurke, ja, also es stört mich, also krumme Gurken im Laden stören mich, also gehe ich sofort wieder raus. Absolut, Aber absolut. ich wusste bisher von Rettergut nur von Schokolade und eben, ich sage jetzt mal, harten Lebensmitteln, dass die in irgendeiner Form gerettet werden. Beim Wasser war ich jetzt gerade so ein bisschen hilflos. Also gut, dass du dich da eingelesen hattest, woher quasi der Second Use des Wassers herkommt. Aber in Bezug auf die Gurke macht es Sinn. Ja, Und du hast absolut eben halt. gesagt, Also ist so ein Thema, macht man sich gar keine Gedanken darüber, dass Gurken immer gerade sind. Ja, das ist der Sache geschuldet, dass sie weggeschmissen werden, wenn sie krumm sind. Also verrückte Welt manchmal. ja, gut, aber solange eine Bio-Gurke, und dann lassen wir es auch bei dem Thema, solange die in Folie eingeschweißt ist, einzeln, ist ja alles in Ordnung. Ja, Also auch absolut. das ist ja wieder ad absurdum. Die Bio-Gurke wird dann einzeln eingeschweißt und kriegt noch einen Sticker drauf, dass ich weiß, sie ist Bio. Okay, und jetzt darf sie nicht mal mehr krumm sein. Ja, aber du hast eben kurz angesprochen und ich hoffe, dass das nächste Bild dann tatsächlich auch genau der gerettete Hase ist.
Weil das ist das, woher ich Rettergut jetzt so in den letzten paar Monaten, gibt es ja schon das ein oder andere Produkt auch in anderer Form am Markt. Mhm. Aber ihr habt euch jetzt eben den Hasen an Bord geholt. Genau, richtig. In Adaption im Grunde genommen an unseren Nikolaus oder an unsere Tafelschokolade eben auch von Rettergut. Eben wieder die sozialen Projekte, die unterstützt werden, dass es fair produziert ist. Und da ist es eben so, dass bei einem Mix von einer, ich sag mal, von einer Vollmilchschokolade auf eine Zartbitterschokolade die Maschinen natürlich freigespült werden müssen. Die werden aber freigespült mit der neuen Sorte an Schokolade. Das heißt hier in dem Sinne vielleicht oftmals dann eine Zartbitter, die nach einer Vollmilch folgt. Und dann ist es eben so, dass bis zu 500 Kilo der neuen Schokolade, die alte Schokolade, also die vorherige Produktion, rausspült. Und diese 500 Kilo werden normalerweise, sagen wir mal, vernichtet. Und hier in dem Falle macht Rettergut sich das dann auch zunutze und nimmt diesen Mix, was dann einfach mal außergewöhnlich, anders, wie auch immer schmeckt, und macht daraus einen Schokohasen halt aus einer 100%igen Qualität, die normalerweise, sagen wir mal, ja, entsorgt werden würde. Ja, also auch da muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ein absolut sinnvolles Thema. Man rettet ganz, ganz wichtige Ressourcen, Lebensmittel. Und auf der anderen Seite tut dann Rettergut ja auch noch was Gutes mit den Erlösen. Und also von daher ist eine absolute Win-Win. Und ich glaube, für jeden, der damit auch Werbung betreiben möchte und darf, ist das eine schöne Idee. Und finde ich auf jeden Fall. Jetzt gerade kommt Ostern. Ich meine, das ist nicht mehr so lange hin. Wir diskutieren teils schon wieder über Weihnachten und Ostern ist bei uns schon fast wieder hinten durch, weil die Sortimente sind so gut wie durch. Aber für denjenigen, der natürlich jetzt auch dann nochmal das kommende Osterfest nutzen möchte, um seine Kunden zu beschenken, finde ich, das ist eine absolute schöne Alternative zu den Klassikern, die wir jetzt so auch aus dem Markt kennen. So ist es. Ich meine, wir reden alle viel über das Thema Nachhaltigkeit. Ich denke, was ist nachhaltiger als Lebensmittel eben nicht zu verschwenden, diese eben zu nutzen. Und dann ist das Ganze eben nochmal FSC-zertifiziert von der Kartonage her. Es ist eine kompostierbare Folie. Es ist klimaneutral bei uns im Hause produziert, wie alle Produkte. Von daher hat man da im Grunde genommen rundum doch ein Produkt halt, was diesen Nachhaltigkeitsgedanken sehr, sehr lebt. Ja. Absolut. Und dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Ich hoffe, dass eins von den Produkten, wo ich gehofft habe, dass es kommt. Ja. Das ist so im Grunde genommen der absolute Klassiker, sagen wir mal, aus der Zeit der Kindheit, irgendwie dieses Wassereis. Wird immer in der Werbekarte geliefert, das Ganze. Also die Werbekarte an sich, also da, wo wir euer Logo drauf ist, wird bedruckt. Und bei der Werbekarte sehe ich immer diesen Zusatznutzen einfach. Die ist perforiert, ich kann die Vorderseite kann nicht abreißen und kann damit nochmal, ich sag mal, ich mache einen Eventkalender drauf, ich mache eine Einladung, ich mache einen QR-Code, um mich irgendwo auf ein Gewinnspiel, auf ein Event, auf eine, von mir aus auch apothekenmäßig, sagen wir, machen wir einen Pollenkalender oder wie auch immer draus, dass man so einen Zusatznutzen einfach damit nochmal generiert. Und das Zebra-Eis an sich gibt es in zwei verschiedenen Sorten. Das wäre einmal dieses Mango und das andere ist eine Erdbeerversion. Und kommt einfach ins Gefrierfach, 12 Stunden, und dann habe ich so ganz klassisch mein Wassereis. Und also bei der Marke Zebra-Eis, das ist die Marke Tsunama, ist es eben so, dass die immer sagen, das ist vegan, das ist gluten- und laktosefrei. Kommen wir gleich noch zu weiteren Produkten. Und frei von industriellem Zucker. Also von daher auch, sagen wir mal, der gesunde Snack zur Alternative zu einem Obst oder wie auch immer. Ja, und ein Wassereis geht immer. Du hast jetzt eben gesagt, aus unserer Kindheit, ich kann es aus eigener Erfahrung von meinen Kiddies sagen, auch heute ist das immer noch cool. Mhm. Also es gibt ja viele Dinge, die aus unserer Kindheit heute auf gar keinen Fall mehr cool sind. Aber ein Wassereis, das klassische 10-Cent-Eis oder 10-Pfennig-Eis bei uns früher, das ist heute immer noch cool. Und da laufen selbst die Kiddies heute noch im Supermarkt zur Kühltheke und holen sich das, beziehungsweise es liegt ja gar nicht in der Kühltheke, sondern irgendwo im Regal und frieren das dann im Sommer schön ein. Und ja, für zwischendurch, auch im Office, immer mal wieder, glaube ich, ganz cool. Also wir haben das auch bei uns im Esszimmer, das ist ja unsere Kantine, liegt das immer im Gefrierfach oben drin und da kann man dann einfach mal in der Mittagspause schnell sich ein Wassereis rausholen, ganz unkompliziert. Und ja, mal schauen, vielleicht werden das künftig dann nicht die ganz simplen, einfachen, in der transparenten, langen Tube, sondern eure. Und auch ein schöner Artikel. Und ich glaube, das gerade auch gesagt, da gibt es ein paar mehr Produkte auch von dem Partner, mit dem ihr da zusammenarbeitet, von der Marke.
Und da müsste jetzt auch einer der nächsten, müsste dann auch direkt folgen. Genau, da ist es die Zebra Bar. Da auch wieder das Thema halt einfach gesund zu ernähren. Und was natürlich schön an den Produkten ist, an dem Wassereis natürlich hier, an den Energy- oder Müsli-Riegeln. Da gibt es auch Müsli-Würfel eben dazu. Das ist so ein Produkt halt, was ich auch im Sommer verteilen kann. Das ist hitzebeständig, das schmilzt mir nicht weg. Und das ist ja immer so ein Thema bei Süßigkeiten oder Lebensmitteln, dass sie schnell verkleben, wie auch immer. Das kann ungekühlt irgendwo sein. Gibt es dann auch die drei verschiedenen Geschmacksrichtungen halt. Das wäre einmal diese Cashew-Version, auch wieder dann die Mango- und die Erdbeer-Version. Das Ganze wird veredelt in diesem Schuber. Also das Ursprungsprodukt bleibt immer gleich. Und dann wieder die ganzen Aspekte wie kein zugesetzter industrieller Zucker und eben Gluten, laktosefrei, vegan, was ein großes Thema geworden ist in den letzten Jahren. Früher waren es nur vielleicht Veganer, heute achten doch sehr, sehr viele drauf. Ja, es ist nicht ein Trend. Das ist mittlerweile wirklich Standard in vielen Bereichen. Und ich glaube, ja, auch selbst eingefleischte Fleischesser greifen dann doch aber immer wieder auch eben in anderen Bereichen gerne mal auf vegane Produkte zurück. Und man muss ja auch fairer halber sagen, mittlerweile schmecken sie ja auch. Also früher war das ja auch oft, dass du dann geschmacklich auch einfach gesagt hast, boah, muss jetzt nicht unbedingt sein, und dann lieber doch vielleicht auf die konservative, herkömmliche Alternative zurückgegriffen hast. Ja, das stimmt. Aber Erdbeer ist auch noch mal ein gutes Stichwort, weil als Absolut. nächstes kommt dann, glaube ich, nein, das ist noch mal ein anderes Thema, und dann kommt aber Erdbeer noch mal. Dann kommt Erdbeer nochmal. Hier haben wir jetzt wieder unsere Werbekarte, das einfach in einer etwas kleineren Version und dann mit einer absoluten Trendmarke, die man mittlerweile auch ganz, ganz stark über den Einzelhandel kennt, über Edeka, Rewe, in verschiedensten Verpackungen. Hier ist es einfach, sagen wir mal, die kleine Probepackung irgendwo von Just Spices. Da gebe ich einfach nur die Butter auf mein Brot, haue dieses Gewürz drüber halt und dann ist es eben das Thema gegen die lahmen Stullen irgendwo. Mega lecker, mega trendy, irgendwo die gesunde Alternative zu einem vielleicht sehr industriell hergestellten Brotaufstrich. Ja, gab es jetzt auch als Adventskalender mit 24 kleinen Bröbchen, die auch alle die Größe hatten, mit sehr, sehr cool. Gibt es sogar ein Rezeptebuch dazu und was weiß ich nicht alles. Also, so wie du sagst, eine absolute Trendmarke. Ich glaube auch so ein Höhle der Löwen-Produkt, glaube ich, Ich habe wenn ich sie es da richtig gesehen, weiß. richtig, ja. Und mittlerweile wirklich in allen Supermärkten nicht mehr wegzudenken und in diesem kleinen Probierpäckchen. Auch immer ganz charmant, weil du wirklich einfach mal ausprobieren kannst, taugt das was? Und gegen eine lahme Stulle haben wir alle nichts. Also im Gegenteil, gegen eine richtig gute Stulle haben wir nichts. Und von daher auch ein schöner Artikel, der dann jetzt in der Erdbeere dann aber mündet. Genau, richtig. Marmitube. Da haben wir natürlich gesagt, die sind auch schon weit über den Punkt des Startups hinaus. Auch mittlerweile sehr im Einzelhandel vertreten. Da finde ich es einfach mega charmant halt, dass das Produkt nicht mehr im Glas ist. Das ist, die Tube selber ist aus einem 100% recyceltem Aluminium. Auch wenn es dann rausgeht, sagen wir mal, in die Natur, zu einem Picknick, wie auch immer. Ich brauche mir keine Sorgen machen, halt, dass mein Glas bricht. Ich kann das so aus der Tube direkt rausdrücken. Das ist sehr, sehr, sagen wir mal, streichzart und flüssig. Und wird immer verpackt in dieser Box, wie man die dann eben jetzt gerade rechts sieht. Da kann man dann auch komplett das Ganze mit seinem Logo, mit seinem Firmenslogan, wie auch immer, bedrucken. Das ist eine riesen Werbefläche einfach. Das Ganze schmeckt mega lecker. Aktuell haben wir Erdbeer aufgenommen als einzige Geschmacksrichtung, aber es gibt eben auch noch Blaubeere, Mango, und das Ganze ist wirklich, sagen wir, ohne Fruchtstücke oder also es ist eine ganz, ganz streichzarte Masse einfach. Das kann Okay. ich so direkt aus der Tube rausdrücken. Ja, okay. Ja, schöner Artikel. Auch was anderes. Ist die Frage, ob in Tube oder nicht, aber es geht ja auch oftmals darum, dass man einfach auch mal was anderes hat, auch in der Formensprache, Verpackungsgeschichten. Und die ist auf jeden Fall mal cool. Und cool funktioniert ja eigentlich doch auch immer gut. Und wenn es dann auch noch lecker schmeckt, dann umso mehr. Also ja, neben der lahmen Stulle, die es dann nicht mehr sein soll, kann man jetzt dann auch noch die süße Stulle dazu machen.
Und kannst ja mal Just Spices kombinieren mit der Marmelade, ob das funktioniert. Wahrscheinlich. Klingt auf jeden Fall interessant, ja. Just Spices, was war das für ein Flavor? Also was mache ich da dann auf die Butter? Das ist eine Gewürzmischung. Jetzt muss ich selber noch mal gucken, was genau drin ist. Sekunde. Dann gebe ich dir sofort eine Antwort drauf. Gewürzmischung. Ja, Brotwürzmischung. Also ich habe das Gefühl, Okay. das ist so ein bisschen Salz, Pfeffer, Paprika, halt so in die Richtung das Ganze. Okay. Ich habe es selber schon Okay. probiert. Also der Jetzt muss ich Klassiker, noch. den du dann so ein bisschen aufs Tomatenbrot auch drauf packst und so Zum die Beispiel auch, Richtung. ja. Okay, dann werden wir es mal probieren und ob wir dir da glauben dürfen, ob das wirklich so lecker ist und ob die lahme Stulle dann ein bisschen mehr kann. Wir sind durch, David. Ja, danke. Vielen lieben Dank. Hat gar nicht wehgetan. Nein, es war ganz in Ordnung, auch wenn es immer noch relativ ungewohnt ist. Ich meine, aber wir haben uns mittlerweile auch an diese Kameras, an diese ganzen Führungen durch die Online-Ebenen gewöhnt. Aber es ist immer noch was anderes als live auf einer Messe oder eben vor Ort dann bei euch. Ja, es ist halt Mittel zum Zweck, das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, dass wir da so ein bisschen schauen müssen, was das Beste aus der Situation rausholen. Neuheiten müssen wir und wollen wir transportieren. Wir wollen sie auch unseren Kunden, Mitarbeitern präsentieren und zeigen. Andersrum wäre schade, wenn wir das alles irgendwo versteckt halten würden und dann bis zur nächsten Messe warten, weil bis dahin ist halt auch neu nicht mehr neu. Deswegen ist unser Anspruch, dass wir da mit euch, und da seid ihr auch immer gerne ja Gott sei Dank mit dabei und da auch nochmal danke für, dass wir mit euch da auch immer die Neuheiten schön auch digital transportieren. Ich glaube, dass wir das mit dem Format ganz gut hinbekommen, weil man wirklich die Produkte auch groß sieht, weil man sie gut erleben kann, ein bisschen schöne Insights bekommt. Und dafür vielen Dank, dass du uns mit in eure Neuheiten genommen hast auf die Reise. Sehr Und ja, gerne. vielen Dank. Halte die Ohren steif und ja, hoffentlich sehen wir uns dann doch irgendwann demnächst mal wieder in physischer Natur und dann essen wir zusammen eine Stulle. Ja, so kriegen wir es hin. Alles klar. Danke für die Einladung. Und ja, ich hoffe auch, dass wir uns irgendwann demnächst wieder live sehen, weil Süßigkeiten, Lebensmittel gehen doch oftmals live besser als online, weil da schmecken sie nicht ganz so gut. Definitiv, die 4D haben wir ja noch nicht, die vierte Dimension des Schmeckens, Riechens haben wir leider noch nicht erfunden. Die wäre jetzt spätestens zu Corona super sinnvoll gewesen, in unserer Branche zumindest. Aber mal gucken, kommt bestimmt auch irgendwann noch. 4D-Kino gibt es ja schon. Und vielleicht gibt es dann demnächst auch das Update bei Microsoft, dass aus dem Lüftungsschlitzen dann auch jetzt noch irgendwelche Gerüche kommen. Ist vielleicht auch manchmal besser, wenn nicht. Alles klar, Steven. Und da Dann mal Kraft hat. Dankeschön, euch eine gute Zeit und vor allen Dingen Dito? bleibt gesund. Dito, ebenso. Super. Danke dir, David. Bis dann. Danke, Ciao, bis ciao. bald, ciao.